Wien ist es ein ganz besonderes Spiel, sagt Keeper Marc Birkenbach. Er hat eine FCS-Vergangenheit. Von 2004 bis 2007 trug er das blau-schwarze Trikot. Heute nach 2012 und 2019 das dritte Stadtderby im Pokal. Der Drittligist in Gelb, 8. Minute Brünker. Und Birkenbach mit seiner ersten Parade Eckball für den FCS. Rabic spielt mit Civea. Wieder Rabic. Birkenbach kommt nicht ran. Sado zum 1-0. Der Favorit legt vor. Kasim Rabic mit dem Assist. Dann Jacopo Sado schon in der letzten Runde Doppeltorschütze. Heute trifft er erneut. 26. Minute, nächster Eckball. Tim Civea. Günther Schmidt, Wilhelm und Birkenbach wieder mit der ganz starken Rettungstat. FC-Coach Ziel will mehr sehen von seinem Team. Das nimmt sich die Kommandos von der Seitenlinie zu Herzen. 45. Minute, Tim Civea, beste Möglichkeit, auf 2-0 zu stellen. Das gelingt nicht. Erster Abschnitt vorbei. Der Saarlandligist hält sich wacker, steht gut in den Räumen. Marc Birkenbach hat nur einen Gegentreffer zugelassen. Nach dem Seitenwechsel bleibt es bei absoluter Überlegenheit des FCS. Saar kriegt den Ball nicht weg. Brünker ist da, 49. Der Favorit erhöht dann doch auf 2-0. Wieder Rabic, auch Wilhelm mischt erneut mit Brünker. Ohne Probleme Birkenbach, doch zum zweiten Mal geschlagen. Danach erneut Standardsituation. Civea und Birkenbach bewahrt sein Team vor einem noch höheren Rückstand. Er kriegt heute noch mal die Bühne, ein letztes Highlight-Spiel für den ehemaligen U19- und U20-Nationalkeeper. Im Anschluss, üble Szene, Grill, Foul, Saarbrückens Wilhelm, kann man rot geben. Der Unparteiische belässt es aber bei Gelb. Dann die Schlussminute und Saar kommt noch zu seinem ersten Abschluss. Es bleibt aber bei einem souveränen 2-0 für den FCS. Wir sind weitergekommen. Ich glaube, wir hätten in der ersten Halbzeit schon mehr Tore machen können. Zweite Halbzeit ebenso. Schlussendlich stand es, glaube ich, nie irgendwo zur Debatte, dass wir ausscheiden können. Und für Marc Birkenbach und Sohn Piet trotz Niederlage ein toller Tag. Es war halt schön. Also ich habe schon genossen, gerade so zweite Halbzeit, wo ich dann so ein bisschen realisiert habe, okay, das ist eigentlich so das letzte Spiel in der Größenordnung. Und man muss schon sagen, es ist mir ab und zu ein bisschen so Pipi in die Augen gekommen, aber ich habe das jetzt heute auch genossen und habe mich einfach gut gefühlt. Und ja, das hat mir einfach Spaß gemacht. Der FCS steht im Viertelfinale nach einem glanzlosen, aber absolut souveränen 2-0 gegen den SV Saar 05 Jugend.